Das ist immer so unheimlich, wenn man hochkommt und kein Kater einen begrüßt. Das ist immer so leicht seltsam. Pass bloß auf. Ja, hi. Da, doch, da oben kann ich noch hin. Unsere Jungs nicht müde. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt. Dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kira-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen. Nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Diablin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Okay. Schlechter Trost, das weiß ich. Aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Wie viele Erfahrungspunkte wir hier gerade so kriegen. Okay. Also zu beiden Dinger müssen wir dahin. Ich würde mir ja Sorgen machen, wenn das Ding so schaukeln würde. Dass da irgendwas runterfällt. Ich kann meinen Namen buchstabieren. Und selbst. Hilft meins. Nipnet. Bitte. Wie gesagt, mit diesen ganzen nordischen Sachen kenne ich mich gar nicht mal so aus. Aber ich finde es echt cool gemacht. Der Junge an Kreid ist ein toller. Soll ich da jetzt rüberschwimmen oder mache ich's? Wir schwimmen. Hat ganz alleine einen Riesen getötet. Kann ja nicht viel passieren. Doch, wir bleiben an Holzbrettern hängen. An denen Geralt unmöglich vorbeigehen kann. Jetzt nur, dass wir hier auch wieder hochkommen. Also wir können hier zumindest lang. Noch ein Opfer. Hörchen. Oh. Ja, du bist zu langsam. Hm? Das sind Ertrunken. Das Nest muss in der Nähe sein. Man riecht's. Das nehmen wir mal mit. Soll das Nest hier sein? Lass mich raten. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Wir schwimmen, 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 schwimmen.
bin nicht sicher, ob Geralt wirklich schneller schwimmt. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Huch. Nicht nur verrottener Fisch. Vielleicht Menschen hat hier auch Gollum sein Zauber. Zerbrochen, aber das Mark fehlt. Dazu braucht man eine lange, dünne Zunge. Noch länger tauchen. Ja, passt ja bis jetzt immer. Mit der Tauchzeit habe ich ja weniger das Problem. Eher mit der Geschwindigkeit, wie Geralt vorankommt. Das ist eigentlich eher das Problem. Er ist mir einfach zu langsam. Monsterlager, aber sicher im Hals eines Ertrunkenen zerstört, erwürgt. Huch. Der liegt. Fast unberührt. Für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Nicht? Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Parfümier dich einfach ein bisschen ein, dann geht das schon. Okay. Ach, da war so ein kleines Giftwölkchen. So. Machen wir das einmal. Ist ja nicht so, dass wir da 10.000 Tränke haben. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Hinter den Booten? Also hier hinten. Aber auch interessant. Dann sind die anscheinend manche Wasserweiber nur so durch Zufall bei uns. Direkt vorne, wenn wir irgendwo lang laufen. Aua. Geralt. Du doch was. Du bist eklig und tot. Mause. Tot. Nee. Aus der Richtung kamen wir. Wir sind nicht wieder in die Giftwolke gelaufen. Kurze Überlegung, welche Taste das nochmal war zum Tauchen. Ich wollte gerade fragen, Grafikfehler? Aber nein, einfach nur komische Lichtverhältnisse.
Das ist ja gut. Das erste echt von mir. Was du das brauchst. Ach du grüne Neune. Ich will ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit sie eigentlich hier ihr Spiel gesteckt hat. Aber es ist auf jeden Fall echt. Es ist ihnen gelungen. Wobei selbst die zwei Vorgängerteile finde ich super. Selbst da kann ich mich keinsterweise beschweren. Gut, beim ersten ist halt die Steuerung relativ. Oh mein Gott. Ist halt auch nicht mehr das jüngste Spiel gewesen. Gut, einmal hier hin. Gucken wir wenigstens. Aber lang. Ja, aber ich liebe diese Welt. Musik. Ich glaube, wenn ich mir eine Welt aussuchen müsste, in der ich leben wollen würde, ist diese hier. Wir hätten uns den Weg auch einfacher machen können, statt im Meer schwimmen zu gehen. Da sieh mal einer an. Welche? Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserwein. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Sowas echt? Noch nie. Cyberpunk habe ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Wohlverdient, Hexer, wohlverdient. Aber ich habe auch kaum noch Zeit, irgendwie mal privat zu spielen. Weil ich jetzt die letzten Tage relativ viel Papierkram erledigen musste. Und. Danke. Ja. Bis dann. Da war nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt ein paar Sachen einer PS3 wieder gespielt, aber. So ist großartig. Privat am PC mal was, das war eher weniger vergönnt. So. Muss ich dafür hin? Nach da hinten. Die grüne Neune. Okay. Ich würde mir das gern anziehen. Weißt du, nicht gefertigte Wolfsrüstung. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher wir die gekriegt haben. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch echt mal gespannt, wie das Gebiet um Blood and Wine ist. Toussaint. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich habe ja bisher nur Positives von gehört. Ich kann es kaum noch abwarten. Cyberpunk hat hart, bis wir nicht eine Kritiken bekommen. Ganz gut, vielleicht spiele ich es. Also, ich fand Cyberpunk bisher ganz gut. Bei mir fehlt halt wirklich nur die Zeit, es ausgiebig zu spielen. Vor allem dann habe ich halt ja auch angefangen mit Streamen, wodurch ich dann noch weniger Zeit hatte. Und ja. Und dann kam halt irgendwie so eins zum anderen. Und jetzt versauert es in der Ecke der Spiele, die ich noch zu Ende spielen muss. Oder allgemein weiterspielen muss. Aber werde ich bestimmt irgendwann auch mal im Stream machen. Spielen. Weil anders werde ich wahrscheinlich meine Spiele nie durchkriegen.
Gibt's denn noch irgendwas? Nee. Schade. Dann einmal. Ja, hier hin. Eine fliegende Cola-Flasche. Hier liegt noch Meister Pets von vorhin. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Seltsam. Ich habe bisher tatsächlich nicht drauf geachtet. Biss- und Klauenspuren am ich ganzen Körper. Ich glaube wahrscheinlich eher weniger. Aber das sind Fressspuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Ein Bies. Ach, schon wieder sowas. Mein Zeh braucht Viech. Und der hier scheint nicht besonders angriffsfreudig zu sein. Wobei ich sollte. Ja. Ich sollte vorsichtig sein mit dem, was ich da von mir gebe. Er ist in seinen Bau geflüchtet, um seine Wunden zu lecken. Ich muss ihn aufspüren. Klar. Nur die Eingeweide wurden gefressen. Wählerisch. Hier ist kein Olve. Vielleicht hat ihn der Bies weggeschleift. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Die Spuren führen in diese Richtung. Die Tür war ein Albtraum, das kommt gleich nach Waldschrat. Echt? Also mit dem Vieh hatte ich bisher nie Probleme. Da war der Waldschrat bisher schlimmer. Ja, stimmt. Ich glaube, ich bin, was Level angeht, relativ gut vorbereitet. Ich kann mich zumindest nicht beklagen. Diesmal entkommt er mir nicht. Nee, weil er einfach nur rumsteht. Ah, jetzt. Gerald, komm. Ein Schlag noch. Und die nächste Trophäe. Tunika. Das muss Olve sein. Ich habe die es Jungs war gerecht. Olve. Wenigstens das konnte ich tun.
ahne doch, das gibt doch wieder keine Belohnung. Gott sei Dank. Ja. Man will es denn ja, wie gesagt, auch schaffen. Wenn man so einen Kampf da mal hat. Wie gesagt, hier war jetzt der einzige wirklich frustrierende Kampf gegen diesen Weltschrott. Und wir waren gar nicht mal so weit vom Level entfernt. Wie gesagt, der glaube ich 20, also Level 20 und wir hatten 13 bis 15, vielleicht auch 16 oder so. Und der hat uns einfach mal Kopf kürzer gemacht. Und da hat ja auch noch so jung. Ja. Toll. Sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Vampire sind krasser. Mit Vampiren sind die auch, ist ja auch gar keine Probleme. Es ist wahr, ich hab's auch gehört. Nur noch ein Level, da können wir unsere eine Rüstung tragen. Wobei, das ist mittlere Rüstung. Ganz ehrlich, das ist mir in dem Punkt dann auch egal. Da würde ich sogar mal mittlere tragen. Das ist dieser Begriff. Das ist wie. Nee. Einfach nur. So. Ich glaube aber, da will ich nichts. Ja, Spezialangriff. Möchte ich da einmal reinmachen. Ja. Uffig, denke ich. Kein Ärger. Das passt. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Ja, ja. Mach keinen Ärger. So, wo befindet sich diese Quest? Gott sei Dank auch auf dieser Insel. Oh, wieder nach hinten. Warte, wie viele Quests haben wir noch? Also, wir haben schon mal gut was abgearbeitet hier. Mit den Hexeaufträgen. Wir haben auf jeden Fall auch ganz viel Schatzsuche. Wir machen uns einmal ganz kurz hier in die Rüstungsweise, kurz in die Hauptquest. War eher auch, um mal was anderes wieder zu sehen. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nun so zum Abschluss mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und wir müssen eh noch eine Quest da in der Nähe abgeben. Wieder ein. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. So ist echt schön, nicht so niedlich wie Skellig. Die Skellige Inseln finde ich echt schön. Das Problem bei Skellig ist halt wirklich dieses ewige mit dem Boot fahren. Das geht mir so auf Dauer gegen die Nieren. Oh, an die Nieren.
Nee. Gar kein Fan von. Ein Mörder. Was schöner? Schöner Sonnenuntergang. Da rein. Nein. Gebäude ist schon wieder einfach zu groß. Ah, das ist Triss Zimmer. Hallo Triss. Ja, Geralt? Als du in der stinkenden Hecke warst und ich aus dem Nichts aufgetaucht bin, was hast du da gedacht? Ganz ehrlich? Oh nein, nicht der schon wieder. Dachte ich mir. Du warst nicht leicht zu finden, weißt du. Du hattest dein Gedächtnis wieder und Yennefer gefunden. Da habe ich gedacht, ihr beide... Aber meine Amnesie hat nichts geändert. Ich wollte mit dir zusammen sein. Vorher, nachher, die ganze Zeit. Das weiß ich jetzt. Ich liebe sie. Ich finde sie toll. Bis dann, Triss. So. Nee, das ist Philippa. Philippa schläft tief und fest. Vielleicht sollte ich sie sich erholen lassen. Sein Zimmer und es geht noch eine Etage höher. Das soll man mir doch mal sagen. Ach du, weißt du, so ein Typ braucht so ein großes Zimmer. Nein. Röchchen. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt... einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarid sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Das heißt... Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal, aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich. Und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Geels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Geels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der Enelle. Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten. Aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore. Da kannst du deine Abneigung noch so sehr... Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen. Und nur wenige. Ich bin und bleibe ein Fan der Elfen und Elben. Wissen die Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Gehen wir. Ich bin der größte Elfenfan überhaupt. Ja, aber nur von toten Elfen. Ich kenne dieses Haus.
Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Natürlich geht's in den Keller. Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja. Ich glaube nicht. Denk dran. Wo immer du auch landest, glaube nicht. Suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt. Also wir haben schon mehrere was vor. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten, Penny Paper geschrieben, aber ich glaube, Cyrael ist die Herrin der Zeit. Meine bisher noch nicht, nee. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Juhu. Weiter geht's mit der Windfahrt. Ich hasse Portale. Ich glaube, ich würde genauso durchgehen. Ich kann die Folge ganz verstehen. Ich glaube, ich würde das auch nicht toll finden.